warum eine gut formulierte Mission für Ihr Unternehmen unverzichtbar ist und wie man diese formuliert und was die wesentlichen Bausteine sind, das erkläre ich Ihnen in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder. Aber bevor wir jetzt in die Erstellung einer Mission für Ihr Unternehmen, also Ihres Mission Statements, wirklich einsteigen, habe ich drei ganz konkrete Fragen für Sie. Erstens, haben Sie das Gefühl, dass in dem Unternehmen nicht alle in die gleiche Richtung laufen? Also jeder macht, was er will, keiner, was er soll, aber alle machen mit. Zweitens, dass sich vielleicht Mitarbeiter etwas mehr mit Ihrem Unternehmen identifizieren könnten, statt gleichmütig und brav ihrer Arbeit nachzugehen? Und drittens, fehlt vielleicht gar das Feuer bei Ihnen oder Ihren Mitarbeitern, das Sie am Anfang hatten und das die Extraversion an Motivation wirklich freisetzt? Wenn Sie eine dieser Fragen jetzt mit Ja oder wahrscheinlich Ja beantworten, dann wird es Zeit, uns das genauer anzuschauen. Und vielleicht fehlt es ja wirklich an dem Fundament, das Halt und Orientierung in Ihrem Unternehmen wirklich gibt. Und dieses Fundament ist die Mission, auf Englisch Mission Statement. Sie gibt die Antwort darauf auf die ganz zentrale Frage, wozu sind wir da? Wozu gibt es unser Unternehmen? Was ist der Zweck von der ganzen Geschichte? Wenn Sie jetzt abkürzen wollen und die Missionen von namhaften Unternehmen im Inneren recherchieren, um sie abzuschreiben, dann muss ich Sie wirklich jetzt warnen. Die meisten Missionen von großen Unternehmen, zumindest die man online so recherchieren kann und so weiter, sind alles aber keine guten Missionen. Und für Ihr vielleicht kleines Unternehmen, wie eine Schreinerei oder für einen Kfz-Werkstatt, passen Sie sowieso nicht wirklich. Also deswegen bleiben Sie dran, damit Sie wirklich lernen können jetzt in den nächsten paar Minuten, wie man eine Mission für Ihr kleines Unternehmen wirklich entwickelt. Das erkläre ich jetzt wirklich Schritt für Schritt. Dazu braucht man vier Bausteine, wobei aber der vierte Baustein wirklich der wichtigste ist. Also dranbleiben. Fangen wir mit einer Definition an, legen wir los. Die Mission ist also mit der Vision Teil des Unternehmensleitbildes. Und zum Thema Vision gibt es auch ein eigenes Video. Das können Sie sich immer in Ruhe anschauen, wenn wir entsprechend da auf dieses Einzelthema tiefer eingehen möchten. Aber was ist nun, was gehört nun in eine Mission wirklich rein? Als erster Baustein ist es der Antrieb, also die Klärung des Warum. Warum machen Sie das? Warum stehen Sie jeden Morgen auf und rackern für Ihr Unternehmen, vielleicht sogar am Wochenende? Nur um den Lebensunterhalt zu verdienen, das mag vielleicht ein Grund sein, aber motivieren tut dieser Grund nicht und Sie zu Höchstleistungen antreiben schon gar nicht. Und Ihre Mitarbeiter zu Höchstleistungen anzutreiben, wenn es nur darum geht, am nächsten Morgen noch genügend Geld übrig zu haben, um nicht zu verhungern, das ist sicherlich kein guter Zweck und kein guter Anreiz, der in eine Mission von einem Unternehmen reingehört. Es sollte also ein Beitrag zur Gesellschaft sein, der soll eine Lücke schließen, die Sie vielleicht entdeckt haben. Und manche Berater trennen jetzt Antrieb vom gesellschaftlichen Beitrag. Das kann man machen, aber ich finde, man kann es auch zusammenfassen, dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen leichter und einfacher. Das war jetzt sehr abstrakt, aber dazu ganz konkrete Beispiele. Ich komme aus Oberfranken, das ist eine Region in Nordbayern, in der meine Kindheit extrem vom Strukturwandel gebeutelt war. Also die Hauptindustrien waren die Textilindustrie, Porzellanindustrie und das Bauwesen. Und im Zuge der Wende in den 1990ern gab es immer weniger Menschen, die viel Geld für hochwertiges Essgeschirr ausgaben. Die Porzellanindustrie war also wirklich ganz, ganz schwer in der Krise und lag eigentlich am Boden. Und T-Shirts oder Hemden wurden auf einmal durch die Globalisierung in Fernost produziert, war halt günstiger und ging auch viel leichter und schneller. Das heißt, die Folge war, die Textilindustrie in unserem schönen Oberfranken war über Nacht ebenfalls verschwunden. Und Massenarbeitslosigkeit war in den 1990er und 2000er Jahren wirklich das absolut beherrschende Thema. Das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, darüber über ein Unternehmen nachzudenken. Und wer einen Job wollte, musste damals dorthin ziehen, wo es eben Jobs gab. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn meine eigenen Kinder wegziehen müssen. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit, wenn sie wegziehen wollen, weil sie was Neues ausprobieren wollen, weil sie einen neuen Lebensabschnitt beginnen, sondern wirklich, weil sie wegziehen müssen, weil es daheim keine Jobs gibt. Und das wollte ich wirklich vermeiden. Und der Antrieb für meine Unternehmensberatung ist es, Unternehmen erfolgreich zu machen, damit diese gute Arbeitsplätze anbieten können und keiner mehr wegziehen muss. Das ist mein Antrieb in meinem Unternehmen, das ist mein Purpose, um es mit dem englischen Modewort auszudrücken. Wie sieht es aber jetzt aus in einer zum Beispiel Reparaturwerkstatt? Als zweites Beispiel. Es schmerzt sicherlich zuzusehen, wie wertvolle Ressourcen weggeworfen werden, anstatt ihre Lebensdauer zu verlängern. Das könnte man sogar in zwei Teile zerlegen. Das Einsparen von wertvollen Ressourcen wie seltene Erden, Wasser oder Energie bei der Produktion von Konsumgütern wie Telefon oder anderen Elektroartikeln, indem man sie einfach wirklich repariert und damit sie länger zu gebrauchen sind.
Oder aber, und das wäre der zweite Teil, die Kostensenkung für Investitionsgüter durch Verlängerung der Lebensdauer von diesen meist sehr teuren Investitionsgütern weit über den Abschreibungszeitraum hinaus. Das wäre ja doch ein wirklicher Gewinn für die Gesellschaft insgesamt, aber auch ein wirklicher Gewinn für den jeweiligen Nutzer dieser Dinge. Oder drittes Beispiel. Wenn wir jetzt einen Montagebetrieb haben, nehmen wir mal an für Fenster und Türen zum Beispiel, wie könnte denn da ein Antrieb aussehen, der in so ein Mission Statement, in so eine Unternehmensmission wirklich rein muss? Es gibt ja genügend marode Fenster und Türen in diesem Land. Wenn man sich den Gebäudebestand anschaut, gibt es noch genügend Dinge, die man wirklich da verbessern kann. Und die Folge sind doch wirklich Energieverschwendung, indem man sprichwörtlich aus dem Fenster hinaus heizt. Gerade im Winter, wenn es nicht ordentlich dicht ist, wenn sie zugig sind, dann ist einfach die ganze Energie rausgeblasen, bringt uns also gar nichts. Oder sie stellen geradewegs eine Einladung für Kriminelle dar, weil sie problemlos zu öffnen sind. Die schlackernde Wohnungstür mit einem kleinen Drücker, zack, ist sie offen, kann man schnell reingehen. Das ist doch wirklich ein Sicherheitsthema. Und das wäre also ein Beitrag, könnte eine verbesserte Sicherheit sein oder eben ein Beitrag zum Klimaschutz. Das ist doch wirklich ein tieferer Sinn für einen zum Beispiel Montagebetrieb für Fenster und Türen. Und damit sind wir wieder dabei, dass wir die ersten Bausteine, der vier Bausteine jetzt wirklich der Mission geklärt haben. Es geht also wirklich um den Zweck. Warum machen wir denn das? Und jedes Unternehmen braucht eben diesen Zweck, ein sinnstiftendes Element, das eben jeder mitträgt. Und jeder heißt dann wirklich auch jeder in ihrem Unternehmen, vom Azubi bis zum Geschäftsführer. Und wie sieht es jetzt bei Ihrem Unternehmen aus? Haben Sie ein solches sinnstiftendes Element? Schreiben Sie mir doch bitte mal in die Kommentare. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Antworten, wie bei Ihnen so ein Missionsdokument, quasi so ein Mission Statement wirklich aussieht, was da bei Ihnen im Unternehmen wirklich da so Sache ist. Zweiter wichtiger Baustein ist die Wirkung oder genauer gesagt das Wirkungsversprechen und ein Anriss Ihrer Lösungen, um diese Wirkung zu erzielen. Also was ist das Ergebnis Ihrer Leidenschaft und Ihres Tuns? In meinem Unternehmen ließ es sich das an weniger Abwanderung und weniger Pandelei in der Region beobachten, weil sich die Unternehmen wirklich gut entwickeln und weil sie Fachkräfte suchen. Und möglich wird das eben durch gute Unternehmensführung und vor allem gute Unternehmensorganisation. Und dafür stehen wir mit unserer Beratung ein. Das ist ein Beispiel, was ich jetzt wirklich hier öffentlich mache, aus unserem Unternehmen raus, warum wir das tun. Im Beispiel des Reparaturbetriebs, den ich auch genannt hatte in dem Video, können Sie das Wirkungsversprechen über die Machbarkeit zum Beispiel auch bei ganz alten oder schwierigen reparaturbedürftigen Produkten oder Geräten sein, die so schnell und so günstig von Ihnen repariert werden, dass sich das wirklich im Gegensatz zu einer Neuanschaffung wirklich lohnt. Und wenn Sie dran denken, wie im Moment gerade Lieferzeitenproblematiken sind, wie lange es dauert, bis wir Ersatzteile bekommen und ähnliche Dinge oder gerade eine neue Maschine, dann kann das ein echtes Wirkungsversprechen eben sein. Oder bei dem Montagebetrieb eben mit Fenstern und Türen, den wir vorhin angesprochen hatten als Beispiel, könnte das ja auch die einfache und wenige belastende Steigerung von Sicherheit quasi von Gebäuden sein oder von einer Wohnung bei sinkenden Kosten durch weniger aus dem Fenster heizen. Also eine schnelle, saubere und kostengünstige Ausführung ist dabei Teil Ihrer Lösung zum Beispiel. Vielleicht ist es aber auch eine Analyse und eine Beratung Teil Ihrer Lösungsportfolios eben, wo der größte Handlungsbedarf steht. Also müssen wir zuerst sich um die Fenster kümmern, ist das Thema Tür erst wichtiger oder müssen wir vielleicht uns an die Lichtschächte anschauen oder eben andere Elemente, die auszutauschen oder zu verbessern oder zu sichern werden. Das könnte eben diese Analyse eben auch in Beratung Teil Ihres Leistungsangebots sein, was man in so eine Mission reinpacken kann. Also Wirkungen wie Sicherheit oder wirtschaftliche Machbarkeit aus den von mir genannten Beispielen gerade eben sind, das sind ganz grundlegende Bedürfnisse und die bestehen vor allem langfristig und sind damit recht stabil. Damit eignen sie sich wirklich sehr, sehr gut für so eine Mission, quasi für ein Unternehmen. Warum gibt es uns denn eigentlich? Lösungen selber, die ändern sich über die Zeit. Hier sollte man sich nicht zu konkret festlegen, dass wir sagen, eben wir machen Verfahren X oder Y, um bestimmte Dinge zu erreichen. Es reicht eigentlich aus, wenn Sie diese Wirkungsweise grob umreißen, was Sie anbieten können, eben um das zu tun. Weil damit bekommt auch Ihre Mission einfach wirklich Stabilität über die Zeit. Und damit eine Frage an Sie. Haben Sie schon unseren Kanal abonniert? Erledigen Sie das gleich, dann bleiben Sie nämlich informiert, wenn wir neue Videos veröffentlichen, wo wir auf solche Teile einfach noch vertiefter eingehen. Der dritte Baustein, das ist eine Aussage, für wen Sie Ihre Energie, Ihre Leidenschaft und Ihr Können wirklich einsetzen. Also eine Aussage zur Zielgruppe. Wer ist denn so Ihr Fokuskunde quasi oder die Fokuskundengruppe? Denn es macht ja schließlich einen ganz, ganz deutlichen Unterschied, ob Sie Elektrogeräte wie Waschmaschinen oder Telefone für Konsumenten reparieren oder ob Sie Rührwerke, eine Biogasanlage wieder zum Laufen bekommen.
Da braucht man dazu andere Fähigkeiten. Das ist eine andere Ausrichtung. Ist es einmal im B2B-Bereich oder einmal im B2C-Bereich? Also da kann man sich auch schon mal so einen ersten Orientierungspunkt eben geben für die Mitarbeiter. Für wen machen wir das? Und damit haben wir eben diese Orientierung, diesen Leitfaden, diese Richtung, für wen wir das eben alles gemeinsam machen. Und der vierte Baustein, das ist jetzt wirklich aus meiner Sicht der wichtigste. Sie müssen Ihre Mission ja nicht nur entwickeln, sondern Sie müssen sie ja auch kommunizieren, insbesondere nach innen zu Ihren Mitarbeitern kommunizieren. Denn wenn man diese Mission nicht kennt, weil sie einfach nur im Schreibtisch vom Chef irgendwo ist oder irgendwo auf SharePoint oder irgendwo im Intranet, dann verpufft die ganze Wirkung. Dann bringt das Ganze also überhaupt nichts, sondern jeder Mitarbeiter muss wirklich die Mission kennen. Jeder muss sie leicht finden können und jeder muss sie auch vor allem verinnerlichen. Und daher noch so ein paar Impulsfragen und Ideen, wie man sowas hinbekommen kann, eben mit dieser Kommunikation. Also ist die Mission Teil Ihres Onboardings von neuen Mitarbeitern? Gehen Sie da ganz dezidiert im Einarbeitungsplan in den ersten Tagen darauf ein, was ist die Mission unseres Unternehmens? Ist die Mission wichtiger Teil in Woche 1 für Ihre neuen Azubis? Sie heißen Ihre neuen Azubis herzlich willkommen. Es geht los, Betriebsrundgang, wo finde ich was, wo ist die Lehrwerkstatt und ähnliche Dinge. Aber ist dann eben auch die Mission wirklich Teil des Onboardings auch von den neuen Azubis? Und reden Sie regelmäßig über Ihre Mission in den vorhandenen Unternehmenskanälen? Das kann das Intranet sein, das kann auch eine Mitarbeiterversammlung sein, das können aber auch bilaterale Gespräche mit Ihren Mitarbeitern sein. Und genau hier ist es vielleicht ganz gut, wenn Sie ab und zu mal nachfragen, ob Ihr Mitarbeiter auch wirklich Ihre Mission noch rezitieren kann. Also so ein bisschen wie eine Vokabelabfrage, dann wissen Sie genau, wenn der Chef das ständig nachfragt, vielleicht soll ich es mir nochmal genauer anschauen, damit ich vorbereitet bin für das nächste Mitarbeitergespräch. Also nur wenn jeder im Unternehmen wirklich weiß, wie wichtig Ihnen die Mission ist, wird man sich damit auch beschäftigen. Wenn Sie das nur aufschreiben und irgendwann abheften, dann wird diese Mission niemals integraler Bestandteil Ihres Unternehmens werden. Und ist eine Mission jetzt nun zwingend notwendig für so ein Unternehmen oder macht man das, wenn wir auch mal Zeit haben? Das Thema Zeit ist ja auch mal ein ganz wichtiges Thema. Auch dafür machen wir noch entsprechende Videos. Bitte schauen Sie sich das mal genauer noch an. Das Thema Zeit beim Unternehmen und Geschäftsführer ist ein ganz, ganz kritisches. Also, wollen wir die Zeit investieren, so eine Mission zu erarbeiten oder kann man sich das Ganze auch sparen? Also, wenn Sie möchten, dass Ihr Unternehmen auf einem soliden Fundament steht, und dass alle Mitarbeiter an einem Strang ziehen und ihre Kräfte in die gleiche Richtung fokussieren, eben durch diese Orientierung, dann ist eine Mission wirklich zwingend notwendig und ich lege sie Ihnen wärmstens ans Herz. Und ganz nebenbei, das Erarbeiten einer solchen Mission kann man nicht delegieren. Man kann ja sagen, Frau Müller, machen Sie mal bitte so eine Mission. Nein, das ist Ihre Kernaufgabe als Unternehmer oder als Geschäftsführer. Und wenn Sie dafür aber Hilfe brauchen, einen Moderator oder einen Sparringpartner, dann sind wir natürlich für Sie da. Also, Daumen hoch, wir sehen uns dann im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.